Wir sind am vierten Tag der Schokowoche angekommen und backen heute traumhaft leckere Blondies. Das Rezept mit den genauen Mengenangaben ist in der Infobox verlinkt oder ihr findet es direkt auf amerikanisch-kochen.de. Als erstes werden Butter und weiße Schokolade über einem Wasserbad geschmolzen. Achtet hier unbedingt darauf, dass die Masse nur lauwarm und nicht heiß wird. In einer anderen Schüssel werden Eier mit Zucker und Vanillezucker aufgeschlagen, bis sie schaumig sind. Und anschließend die Schokomasse dazugegeben. Danach vermischt ihr das Mehl mit Backpulver. Ansonsten kommen noch grob gehackte und gesalzene Macadamianüsse und backfeste weiße Schokotropfen dazu. Damit sie sich gleichmäßig im Teig verteilen und nicht auf den Boden sinken, werden sie mit ein wenig von der Mehlmischung vermischt. Dann geht's auch schon weiter. Die Mehlmischung wird zu der Schokoeimasse gegeben und anschließend noch die Macadamia-Mischung. Der Teig wird anschließend in eine mit Backpapier ausgelegte Brownieform gefüllt und bei 180 Grad Umluft 25 bis 30 Minuten gebacken. Die Form hat übrigens die Maße 20 x 20 cm. Nach dem Backen sollte das Ganze erstmal gut abkühlen. Zum Schluss könnt ihr die Blondies noch mit weißer Schokolade verzieren. Wir hoffen, euch hat das Video gefallen und wenn ihr die Rezepte ausprobiert, würden wir uns riesig über Bilder auf Facebook freuen. Für alle, die mit mobilen Geräten zusehen, stehen alle Links auch nochmal in der Infobox.